Ja, bei Durchsicht des Wählerverzeichnisses der Gemeinde Großhöflein mussten wir zu unserer Verwunderung feststellen, dass 50 rumänische Staatsbürger in der Wähleridenz vertreten sind. Das sind Personen, die in Großhöflein als Saisonarbeiter beschäftigt sind, die kein Wort Deutsch sprechen und trotzdem jetzt wahlberechtigt sind. Und was uns besonders ärgert, ist, dass die Gemeinde Großhöflein diesen Personen ein Antragsformular zusendet, dass diese Personen dann angeleitet werden, diese Antragsformulare auszufüllen und jetzt in der Wähleridenz vertreten sind. Demgegenüber sind viele Großhöfleiner, die hier einen Bezug zu Großhöflein haben, die zum Beispiel in Vereinen aktiv sind, die im Sport aktiv sind, die hier ihre Familien haben, nicht in der Wähleridenz, und das ist eine Vorgangsweise, die für uns schlicht und einfach indiskutabel ist. In Großhöflein sollen die Großhöfleiner, die hier ihren Lebensmittelpunkt haben, wahlberechtigt sein und nicht irgendwelche Personen, die 3 oder 4 Monate hier wohnhaft sind. Man fragt sich, welche Motivation hat jemand, der 3 Monate hier wohnt, sich in die Wähleridenz eintragen zu lassen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich 3 Monate zum Beispiel in Spanien arbeiten würde, dann würde ich mich dort auch nicht in die Wähleridenz eintragen lassen. Für uns liegt die Vermutung nahe, dass hier beabsichtigt ist, Wahlmanipulation zu betreiben, und das wollen wir unter keinen Umständen zulassen.